Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute einmal wieder beim Forellenhof Meisters. Heute ist einmal hier so ein kleiner Sonderbesatz, also 400 Kilo werden hier besetzt im ganzen großen See. Und ich habe mir gedacht, ach komm, für die Sommerzeit, die ist halt relativ schwierig, probierst es mal. Wir haben jetzt morgens früh, also das ist jetzt glaube ich halb sieben oder sowas. Und ich werde es heute einmal mit einer Route probieren. Ich bin jetzt so auf der linke Seite gegangen, also gegenüber ist ja der Helter. Und der Wind ist jetzt, drückt da so ein bisschen nach hinten rein. Und ich glaube mal eher nicht, dass der Fisch hinten im Wind ist, sondern eher im Windschatten. Und da will ich heute einmal probieren. Ich würde es entweder mit der Standrute, also mit dem Spirulino von oben probieren, dann auch mit einem relativ langen Vorfach, so 5 bis 6 Meter oder 7 Meter. Oder vielleicht dann nochmal von unten mit der Tamarella-Route, die ist ja gerade aufgebaut. Und da will ich es einmal probieren. Wie immer. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut die einfach unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo da, kommentiert oder ein Like da lassen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, und ich habe dann mit dem Spoon erstmal angefangen. Und natürlich habe ich den weiß-blauen drauf gemacht von Paladin, weil der funktioniert hier einfach sehr gut. Und ich hatte auch schon einiges an Fisch gerade beim Aufbauen gesehen, dass der Fisch oben stand. Und ich machte auch die ersten Würfe. Ich ließ auch mal so absinken, weil noch hatte ich nicht geahnt, wo der Fisch stand, weil ja, wir hatten die Tage zuvor, hatten wir so einen kleinen Sommersturm gehabt und ich dachte vielleicht, dass das ja Tiefenwasser nach unten ist, aber am Ende des Tages stellte sich raus, es war andersrum, aber erstmal bekam ich auf dem Spoon keine Bisse. Ja, und dann hatte ich die Tramarella-Route wieder aufgebaut und da hatte ich noch einen 4,5 Meter Vorfach rauf und dann hat das so reingeworfen und war so ungefähr auf ja, 5, 6 Meter Wassertiefe von unten hochtreibend. Das Ganze stand, weiß nicht, 3-4 Minuten, bekam den Biss, angeschlagen und der erste Fisch. Ja, es läuft doch. So Leute, ja, es hat mit dem ersten Fisch geklappt. Eine relativ kleine, aber der erste Fisch ist im Sack und ich habe gesehen, die Fische springen so weit oben. Ich habe gesehen, links ein Nachbar, der hatte so mit 2,5 Meter Pilotkugel und von oben, da hatte der einen Fisch gefangen und ich habe mir gedacht, die sind relativ weit oben und ich habe immer noch das 4,5 Meter Vorfach probiert und habe es erstmal, wollte ich mit Powerbait auftreibend im Mittelwasser probieren und da ist der schöne Fisch eingestiegen. Ich zeige euch gleich nochmal den Köder. Und die Montage war in dem Video, schaut immer einfach in die Playlist rein, da habe ich gezeigt, wie ich meine Grundmontage auftreibend fische. Und das Ganze habe ich wieder reingesetzt, bekam wieder einen Biss, aber diesmal ist mir Fisch mir so entgegengeschwommen gekommen und der Anschlag ging nicht durch. Naja, nee, ist so. Aber nur, ist mir entgegengekommen. Ist entgegengeschwommen. Doch, doch, doch. Der Anschlag ging durch, aber... Und nachdem ich auf die Tramarella-Route jetzt den ersten Fisch gefangen hatte, hatte ich mir gedacht, komm, die Montage ist abgehakt, da hast du Fisch gefangen, jetzt probier mal auf den Spoon Fisch zu fangen. Und irgendwie habe ich es nicht rausgekriegt. Also ich habe auch noch mal den Spoon von Paladin probiert. Da dachte ich, der funktioniert normalerweise ja auch sehr gut, aber heute auch nicht. Und dann natürlich auch noch mal meinen Kupfernen, weil das Ding, das bringt mich noch mal so immer auf den letzten Fisch. Aber den wollten sie heute auch nicht. Und ich hatte einfach gemerkt, der Fisch war nicht richtig da. Ich hatte dann auch noch mal meine Weitwurfmontage rausgebracht. Und da hatte ich jetzt einen 25 Gramm Maracas draufgepackt. Ich kann euch sagen, das Ding fliegt wie Sau. Ja, und ich dachte, ich habe einen Biss bekommen, aber die Nachbarin hatte so ein bisschen über die Schnur geworfen, weil ja, ich hatte Seitenwind und ich hatte nicht geachtet, wo meine Schnur war und die trieb extrem rüber. Und in diesem Fall war das mein Fehler. So Leute, ja, habe mal einen Stellenwechsel gemacht nach hinten. Ich dachte wirklich die ganze Zeit, der Fisch ist im Rückenwind, aber die sind nämlich im Wind. Und die Jungs, die fangen hier hinten. Die haben ganz okay gefangen und ich habe jetzt hier ein paar Fischchen schon gesehen. Deswegen werde ich mal probieren. Ich werde als erstes vielleicht mal mit dem Spoon probieren, nochmal ein, zwei Fische vielleicht zu kriegen. Weil das wäre natürlich ganz geil, wenn ich heute nochmal ein bisschen auf den Spoon kriegen würde. Das wäre echt super, von daher, das probiere ich einfach. Und dann habe ich halt nach hinten einmal einen Wechsel gemacht und die Jungs, die hinten saßen, die hatten viel mehr Fisch als vorne. Also der Fisch, man hat den gesehen, ich habe rüber gewechselt, ich habe da 3, 4 Fische springen sehen und habe gesagt, okay, alles klar, sie stehen doch im Wind und flach, wirklich sehr weit oben. Und die ersten Würfe so links einmal so rüber auf die andere Seite geworfen und auch
ein, zwei richtig so eine fetten Anpacker, aber noch keinen vernünftigen Biss. Und wieder den weiß-blauen ausprobiert, aber hier genauso. Und dann bin ich einmal auf den Silber mit roten Streifen gewechselt von Paladin. Der ist auch nochmal so, gerade bei grellem Wetter funktioniert der ganz gut. Hab damit ein paar Würfe gemacht und dann wirklich ist der Fisch eingestiegen, war kurz dran und dann ausgeschlitzt. Naja, an solchen Tagen passiert das halt. So Leute, ja, das ist halt, heute ist echt nicht mein Tag. Auf den Paladin 3,6 Gramm, da hatte ich gerade den Fisch drauf mit dem Kupfernen. Da habe ich etliche Bisse gehabt und der Weiß-Blaue funktioniert heute gar nicht. Und heute ist irgendwie nicht mein Tag. Heute kriege ich es wieder irgendwie nicht hin. Aber ich werde ganz normal weiter fischen, probieren. Vielleicht kriege ich noch mal ein, zwei Fische. So Leute, also ich habe jetzt mal die Tramarella-Route umgebaut. Weil der Fisch scheint hier in der Ecke auch zu sein. Und so kann ich echt einfach so fast auf der Stelle zupfen. Und das Ganze zittern wir jetzt mal ein bisschen durch. Mal sehen, ob da was kommt. Ich habe da noch mal probiert, sogar mit der Tramarella-Route zu fischen. Aber ich kann euch sagen, momentan ist die Tramarella-Route nicht die richtige Montage, weil die mögen nicht die Pose. Also gerade mit dem Spiro geschleppt geht es. Aber wenn da eine Pose an der Oberfläche schwimmt, ist im Frühling und im teilweise im Winter sehr gut, aber momentan mögen sie das überhaupt nicht. Also wenn eine Pose da dran ist, dann habe ich fast gar keinen Fisch gesehen. Von daher funktioniert auch diese Montage heute nicht richtig. So Leute, ich habe einen Fisch dran, aber nicht meinen eigenen. Ja, guck mal, wen ihr da im Hintergrund habt. Der liebe Chris. Und ich habe mir mal eben ganz kurz seine Rute geschnappt und habe mal so ein paar Würfe gemacht. Ja, und habe mal dann einmal einen Fisch gesichert. Einer von den wenigen heute. So, dein Fisch, deine Rute. Ja, schaut. Das Schlimme ist jetzt, ja, jetzt kann man nicht sagen, der Angler hat das fabriziert, sondern das Gerät vielleicht auch noch. Ja, genau. Ja, schaut mal lieber bei dem lieben Chris auch nochmal vorbei. Troutfisher Germany, richtig? Genau, gerne. Schreibe ich euch einmal hier unten hin. Top. Und nachdem wir da so mit Chris oder zu Ende geschnackt hatten, bin ich noch mal ganz nach links in der Ecke gegangen, wollte da noch mal probieren. Ach so, den Fisch auf der Spiro-Route. Ich habe einfach nur das Bait in drin gehalten. Wir haben ein bisschen geschnackt gehabt und der Fisch ist dann automatisch darauf gegangen. Also so kann es auch gehen. Aber hier jetzt mal in der Ecke, wo ich da immer hingeworfen habe, war aber auch kein Fisch. Ja. Und dann bin ich noch weiter nach links gezogen, weil der Fisch wirklich echt noch weiter rüber gezogen ist, weil die Jungs waren da, Marcel und Basti, schöne Grüße. Und die hatten da echt mit der Spiro-Route hatten die so viel Fisch gefangen und ich habe mit dem Spoon probiert. Also es war wirklich nur noch Frust reinschleppen. Ich weiß, das war relativ schnell, aber ich wollte wirklich auf Biegen und Brechen noch einen Fisch fangen. Und dann wollte ich gerade den Spoon rausheben. Und dann schlägt der Fisch ein. Ja, endlich mal einer wieder vernünftig auf den Spoon drauf. Ah. Oh ja. Und nach dem Fisch habe ich versucht weiter zu fischen, ging auch nichts. Also wieder ein bisschen weiter nach links gefischt. Den silbernen und pinken von Paladin wieder rauf gemacht. Ein so einen geilen Wurf. Ich habe zwei, drei Fische gesehen, angeworfen, bisschen gezogen. Ich habe ein Zuppeln gemerkt. Da war er. Hab die Fische da so reinlaufen lassen und der nächste Fisch war dran. Ja. Nee, Paladin. Paladin. Die will er. Die haben Dampf. Ja, die haben Dampf. Aber die hat auch mehrmals zugehackt. Und dann. Ja. Aber wie soll es anders sein? Ist der Fisch natürlich kurz vorm Ende, war dann mein Fehler, ausgeschlitzt. Aber es war heute so mein Tag. Ich habe danach noch mal so viele Sachen durchprobiert und aber ich war dann eigentlich schon fast am Ende. Ich hatte ein paar Fische gefangen, war in Ordnung
Und ich hatte dann Feierabend gemacht, ich hatte den Tag einfach abgehakt. Es ist halt so, für mich war das heute ein schwieriger Tag. Die mit Tramarella-Route oder mit Spiro-Route gefischt hatten und mit Teig geschleppt, die hatten wesentlich mehr Fisch gefangen als ich. Also Spoon funktioniert momentan nicht sehr gut. Teig war wirklich heute die bessere Wahl. Und wie immer, wenn ihr wissen wollt, welches Material ich fische und sonstiges, was meine Snaps sind, was meine Haken sind und alles, das findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr etwas erwerben möchtet, zum Beispiel Snaps oder Springringe, unterstützt ihr damit meinen Kanal und das Projekt Bock auf Forelle. Danke euch. So Leute, ich habe Feierabend. Ja, heute war irgendwie nicht mein Tag. Also ja, ich habe es heute irgendwie ganz schwer gehabt. Erstmal, ich war heute Morgen der Erste am Tor. Ich war echt früh da und habe mich dann entschieden, in den Rückenwind zu gehen. Fehlentscheidung. Der Fisch stand wirklich im Wind. Also irgendwie war das Wasser, das kalte Wasser oben, nicht unten. Und der Fisch stand echt flach. Und ich habe dann zu den Jungs nach hinten gewechselt. Und da habe ich dann echt wirklich nochmal zwei Fische gefangen. Einer ist auf der Kamera, zwei, drei Ausschlitze habe ich noch gehabt. Also war halt nicht mein Tag, aber so ist es halt mal. Die anderen haben halt dafür heute besser gefangen, aber ich bin dennoch zufrieden. Ich habe mit jeder fast jeder Montage, außer leider mit der mit den Maracas, da habe ich leider keinen Fisch drauf gekriegt. Also stand wollten sie nicht und wie immer, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut die einfach unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo da, kommentiert oder ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.